Beton ist auf der Erde wahrscheinlich unverzichtbar. Wir müssen den nur klimafreundlicher herstellen. Concrete Hardening ist ein Projekt des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt für die Raumstationsmission von Matthias Maurer. Und wir werden bei dem Experiment uns das Aushärteverhalten von Beton genauer ansehen. Wenn wir die Aushärtung des Betons besser verstehen, dann können wir Rückschlüsse ziehen auf den Zementverbrauch und damit die CO2-Emissionen und entsprechend versuchen, diese zu reduzieren. Wir wollen verstehen, wie sich grundlegende Prozesse mit Wasser, Zement und Sand verhalten. Beton als Mischung aus drei Substanzen ist zunächst mal abhängig von den Richtungen oben und unten. Für uns ist das Allerwichtigste, dass wir in Schwerelosigkeit Experimente durchführen können. Wir können eine Kraft auf unser Experiment ausschließen und dadurch andere Mechanismen in viel größeren Details und in größerer Genauigkeit vermessen. Bei den geplanten Experimenten auf der ISS haben wir 20 verschiedene Mischungen und lunarem Regolith-Simulat, deren Zusammensetzung dem Mondstaub nachempfunden ist. Ja, das ist einer dieser Behälter, der später auf die ISS fliegen wird. Die Astronauten müssen als allererstes hier oben die Flüssigkeit initiieren. Die gelangt dann durch den Mischer direkt in unser trockenes Material. Und von Hand wird 2 Minuten lang der Beton gemischt. Danach wird der Mischer hochgezogen, sodass wir am Ende unsere Probe hier hinaus bekommen, die wir ja für unsere ganzen Auswertungen nutzen können. Bei den Computertomographieaufnahmen sieht man auf den ersten Blick, dass sich die Proben auf der Erde von der ISS unterscheiden durch die andere Verteilung der Luftblasen und Poren. Man sieht dann zum Beispiel, wo die Blasen, die ansonsten auf der Erde nach oben steigen und den Beton verlassen würden, in der Probe festgefroren sind. Parallel zu den Untersuchungen auf der ISS haben wir Bodenexperimente vorbereitet an einem Klinostaten. Der Klinostat ist für uns eine sehr wichtige Apparatur, denn er dient dazu, dass wir die Schwerelosigkeit auf der Erde simulieren in diesem Gerät. Wir haben unterschiedlichste Proben, die wir dort testen mit verschiedenen Umdrehungen. Wenn es uns gelungen ist, mit dem Klinostaten die Schwerelosigkeit zu erzeugen, dann haben diese Experimente einen riesen wissenschaftlichen Wert für uns und wir benötigen keine weiteren Experimente auf der ISS, da wir diese auf der Erde nachfahren können. Wir führen standardmäßig Druckfestigkeitsprüfungen durch. Insofern ist es sehr wichtig zu wissen, welchen Einfluss die Schwerelosigkeit auf die Betonerhärtung, aber eben auch auf die erreichbare Druckfestigkeit hat. Wir untersuchen Beton auf der Raumstation zunächst mal um seiner selbst willen. Und jetzt versuche ich als nächstes auch noch Wasser, was sehr kostbar ist, und auch den Zement loszuwerden. Wir haben mit der traditionellen Herstellung von Beton auch Experimente an Bord, wo wir den Sand ersetzen durch Mondstaub. Eine unserer Untersuchungen, die wir seit Jahren durchführen, ist eine Version Beton oder künstlichen Stein völlig ohne Wasser und ohne Bindemittel zu erzeugen, wo wir quasi den Mondstaub nehmen und direkt mit dem vorhandenen Sonnenlicht die Körner verschmelzen. Aus solchen gesinterten Steinen kann man sich vorstellen, Strahlenschutz zu bauen, Habitate zu bauen oder Strukturen zu bauen. Wir werden nach Rückkehr der Proben von der Raumstation nicht unmittelbar besseren Beton gießen können. Aber wir versprechen uns von den Experimenten auf der Raumstation und vor allem der Analyse am Boden ein genaueres Verständnis der Mechanismen. Und wir bringen dieses Wissen um diesen Aspekt in der Prozesskette des Betons natürlich ein, um Beton auch in Zukunft zu einem wirtschaftlich und auch klimafreundlichen, konkurrenzfähigen Produkt zu machen.